Dass Einbrecher in der dunklen Jahreszeit gerne auf Beutezug gehen, das ist ja bekannt. Überall häufen sich nämlich jetzt wieder die Meldungen der Polizei. Dass aber gleich 7 Häuser in einer Siedlung an nur einem Abend geplündert werden, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, das ist schon unglaublich. Und doch ist es passiert. Elke Hagedorn und ihrem Lebensgefährten Manfred Marcic steckt der Schreck noch in den Knochen. In gleich 7 Häuser hintereinander stiegen Langfinger in Osterweddingen ein. Dreist und schnell waren die Diebe und waren vorher wohl schon mal da. Man hat festgestellt, dass also hier Menschen spazieren gegangen sind, die an sich nicht im Wohngebiet wohnen. Man hat ja nichts dagegen, jeder hat seine Freiheit. Aber es wird halt da ausgenutzt, um das Terrain zu sondieren und dann entsprechende Maßnahmen, sprich Einbrüche, zu organisieren. Also ich finde es sehr dreist. Und weil ich auch der Meinung bin, ich denke mal, das sind in Häusern, wo denn sicherlich die Leute gerade zur Arbeit sind und nicht anwesend sind. Das macht einen aber auch selbst sehr sensibel. Und bringt schlimme Erinnerungen zurück. Denn auch ihr Haus wurde vor einigen Jahren geplündert. Die Vorgehensweise der Diebe fast immer die gleiche. Haus ausspionieren, warten, bis keiner da ist und dann zuschlagen. Gerade ungesicherte Terrassentüren sind laut Polizei eine Schwachstelle. Wie wir inzwischen erfahren und auch ermittelt haben, haben die Täter hier in dem Modus operandi immer gleich genutzt, indem sie dann die Terrassentüren eingeschlagen haben bzw. aufgehebelt haben und sind dann in die Einfamilienhäuser eingedrungen und haben hier das Anwesen durchstöbert und, wie wir inzwischen wissen, insbesondere dann Bargeld und Schmuck entwendet. Elke Hagedorn hat nach der Einbruchserie nachgerüstet. Eine Art Mini-Alarmanlage vor der Terrassentür soll Langfingern das Handwerk legen. Zusätzlich sollen abschließbare Türgriffe mehr Sicherheit bringen. Es hat ja doch nachhaltige Wirkung, wenn man weiß, es ist schon mal jemand im Haus gewesen und hat die persönlichen Sachen alle durchsucht und alles durchwühlt. Und das ist doch sehr unangenehm und man fühlt sich unsicher. Die Polizei will in Osterweddingen jetzt verstärkt Streife fahren und bittet die Nachbarn, wachsam zu sein. Besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit.